Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das uns ein Ingi bauen kann. So rum, kein Inschriftenkunde, sondern ein Ingenieur. Und zwar haben wir hier einmal die Kicherbrille. Und ja, was macht die? Sieht die Welt so, als würden Gnolle über sie herrschen. Und wie wir das Ding bekommen können, will ich euch mal zeigen. Als erstes könnt ihr euch das Ding natürlich von dem Auktionshaus kaufen. Kostet aktuell bei mir so 9000 Gold, beziehungsweise regionaler Wert ist wesentlich teurer, sogar irgendwie 22.000. Ich weiß nicht, warum der Verkaufspreis bei 93 ist, wenn der normale Wert bei 22.000 ist, aber manchmal macht das nicht so ganz viel Sinn. Wir können uns das auch von einem Ingenieur direkt bauen lassen. Oder wenn ihr keinen kennt, könnt ihr natürlich auch hier in Waldracken zu den Handwerkern gehen und einen Arbeitsauftrag erstellen. Und da gucken wir jetzt einmal kurz rein. Kicherbrille, da haben wir sie. Und da seht ihr, die Mats können wir tatsächlich alle kaufen, im Auktionshaus zum Beispiel. Und zusammengerechnet kosten die bei mir gerade 6.300 irgendwas Gold. Das Ding ist im AH für 9.000, also ein bisschen was können wir uns sparen, ein Drittel fast. Und ja, das kann sich lohnen. Also einfach einen Arbeitsauftrag erstellen, am besten einen öffentlichen, ein bisschen Gold noch mit reinpacken. Ne? Ein paar hundert Gold reichen da meistens, denn die Leute wollen ja ihre Reviki-Quest erfüllen mit den Arbeitsaufträgen, beziehungsweise Erstherstellungsbonus ist auch mal attraktiv. Also meistens gehen die relativ schnell durch, auch mit wenig Taschengeld. Gut, dann würde ich sagen, lernen wir die einmal und gucken uns das an, wie die Welt aussieht, wenn sie mit Gnollen oder von Gnollen beherrscht werden würde. Und dann gucken wir mal, wie sieht das aus. Also die Brille sieht schon ganz schick aus tatsächlich, hat was, passt sogar zu meinem schwarzen T-Mock. Und jetzt seht ihr, rennen da ein Haufen Gnolle rum. Also so wie es aussieht, die normalen Bürger sind dann Gnolle und die Spieler sind auch Gnolle. Da hockt sogar ein Gnolle auf dem Mount. Das Einzige, was kein Gnoll ist, sind diese ganzen großen Drachen. Und irgendwie die Blutelfen sind auch keine Gnolle. Der ist wieder, also irgendwie ist es ein bisschen random, wer da zum Gnoll wird und wer nicht zum Gnoll wird. Da habe ich jetzt einen Gnollverkäufer zum Beispiel, der Elementar ist leider auch kein Gnoll. Ist schon eine ganz witzige Angelegenheit. Ich denke mal, so eine Stätte wie SW, wo es dann halt nur Humanoiden gibt, hast du halt richtig viel. Achso, schau mal, da gibt es sogar so Special Gnolle mit so Ausrüstung und so. Jetzt gucken wir mal ein bisschen rum, ob wir noch ein paar coolere finden. Ja, hat schon was. Es gibt ja viele von diesen Items, ne, wo man dann alles als Murlocs sieht oder diese Corkis, diese kleinen Hündchen und so. Also da gibt es ja schon das ein oder andere. Mit Gnollen habe ich es noch nicht gesehen und jetzt passt es tatsächlich ganz gut, weil Blizzard ja die Gnoll-Models dementsprechend neu designt hat. Und ja, vor allem die mit dieser Rüstung, die sehen schon relativ cool aus, muss ich sagen. Also die machen echt was her. Und ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.